Ja, liebe Genossinnen und Genossen, das sage ich auch mit Stolz, weil es bedeutet uns etwas, denke ich, bei den 150 Jahren, die wir gewissermaßen auf dem Buckel haben. Und ich habe viel gelernt in der Zeit, in der ich in der SPD bin, in der ich auch Generalsekretärin bin, und ich habe auch viel Demut gelernt. Und zwar genau aus diesem Grunde, wenn man Genossinnen und Genossen begegnet, die 40, 50, 60, ich war auch schon bei einem 70-jährigen Jubiläum, dann lernt man sehr viel über die Sozialdemokratie und dass die Sozialdemokratie heute notwendiger ist denn je. Als ich 2009 Generalsekretärin wurde, da war ja mittendrin der Bundestagswahlkampf am Toben, und ihr erinnert euch sicher, damals wurde immer gesagt, wozu braucht es denn noch die Sozialdemokratie? Die Politik sei doch sozialdemokratisiert. Und ich glaube, egal welche Aspekte man sich heute anguckt, sei es Altersarmut, ich komme selbst aus dem Landkreis München direkt nebenan, bei mir im Landkreis muss jeder Dritte zwei Jobs annehmen, um überleben zu können in diesem Landkreis. Es gibt die zwei Seiten, die zwei Medaillenseiten in der Gesellschaft nach wie vor. Und in unserer Geschichte der Sozialdemokratie haben wir sehr, sehr viel erkämpft. Über das Frauenwahlrecht, über Arbeitnehmerrechte. Und ich glaube, da können wir zu Recht stolz drauf sein. Ich habe bei Weitem nicht, übrigens, lieber Martin, ich bin auch original 67er, aber eher vom Geburtsjahr. Aber ich habe gelernt, als ich 33 Jahre alt war, habe ich nicht nur gelernt, sondern ich habe mich entschieden, der Sozialdemokratie beizutreten. Und ich war vor kurzem auf einem Ehrenamtsempfang. Da wurden allerhand Menschen geehrt aus Sportvereinen, Freiwilligen Feuerwehren, THWs. Und ihr wisst selber angesichts des Hochwassers der letzten Tage, wie notwendig das Ehrenamt besonders dann ist, wenn Riesenherausforderungen vor uns stehen. Und ich habe mich auch bedankt dafür in meiner Rede, aber ich habe doch auch erwähnt, es sind die kleinen Dinge, die Schulweghelfer, die Kindern über die Straße helfen, Nachbarschaftshilfe, wo ein junger Mensch einfach einem älteren Mensch, der vielleicht einsamer ist, zuhört. Aber ich habe auch gedankt den politisch Ehrenamtlichen, denjenigen unter uns, die ehrenamtlich in der Politik unterwegs sind und bei uns in der SPD ehrenamtlich seit über 150 Jahren zum großen Teil unterwegs sind. Und was sind diese Ehrenamtlichen in der Politik? Für mich sind es die Pfeiler der Demokratie. Wir haben eine Demokratie, die auf einem Parteiensystem aufbaut. Und da sind wir als SPD die stärkste und die älteste Säule, die dieses Land je gesehen haben. Und nachher wird, und da habe ich mich sehr gefreut, wie ich das gehört habe, Franz Margit als wunderbarer Redner sicherlich auch noch historisches Etliches dazu erzählen. Aber ich bin ja nun auch seit 2008 im Bayerischen Landtag, und im Moment gibt es einen Untersuchungsausschuss zu den NSU-Morden. Und im Wahlkampf, den ich selbst geführt habe 2008, Doris, das war mein erster Wahlkampf, der übrigens als relativ chancenlos eingerechnet wurde, ich habe es geschafft. Das heißt, die Doris, die müsst ihr unterstützen, wo ihr nur könnt, weil sie ist eine tolle Kandidatin. Aber nochmal zurück zu dem Wahlkampf 2008, den ich in meinem Landkreis München geführt habe. Und da gibt es einen engen Zusammenhang zur NSU. Dort habe ich 29 Gemeinden, 16 gehören zu meinem Stimmkreis, aber wir arbeiten sehr eng zusammen. Und in diesen 29 Landkreisgemeinden gab es 14 Infostände der NPD, liebe Genossen, 14. Und sie haben uns für diesen Landtagswahlkampf in unserem Landkreis wieder angekündigt, dass sie voll da sein werden. Und ich kann euch nur eines sagen, die SPD hat in ihrer Geschichte sich nie weggeduckt. Und wenn ich der NPD jetzt wieder in den Wahlkampf entgegentrete, dann denke ich oft an die Worte, die zur Zeit des Ermächtigungsgesetzes kamen, als gesagt wurde, ihr könnt uns das Leben nehmen, aber nicht die Ehre. Und das ist etwas, was mich ganz persönlich stolz macht, aber auch dazu bewegt hat, neben allem, was ich an Solidarität in dieser Gesellschaft haben möchte, es geht auch darum, unsere Demokratie zu verteidigen, für die wir so viel geleistet haben. Und das wünsche ich uns allen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dass wir mit Stolz
in der SPD sind, dass wir wissen, wofür wir stehen. Und es gibt für jeden von euch und für mich auch immer wieder ein Hoch und ein Tief in der Arbeit, die man leistet. Aber bleibt bei euch und bleibt bei dem, was ihr nicht nur denkt, sondern auch was ihr fühlt. Und auch dieses Gefühl für die SPD, das hat man erfüllt in seinem Leben. Man hat es übersetzt durch einen Parteibeitritt. Und das heißt auch, bei den Höhen und Tiefen, lasst uns ganz eng zusammenstehen. Und besonders spannend eben wird es auch in den nächsten Monaten. Und da auch meine Bitte, gebt einfach alles, dass hier in Bayern nach 55 Jahren, und Christian Udisch formuliert das immer sehr, sehr charmant, er sagt immer, das ist doch wahrlich nicht überstürzt, wenn die Sozialdemokratie nach 55 Jahren an die Regierung in Bayern kommt. Und deswegen meine innigste Bitte an euch, lauft von morgens bis abends, und wenn ihr abends in den Spiegel guckt, dann wisst ihr, was ihr geleistet habt, aber fragt auch, habe ich noch was ausgelassen? Das kann man noch am nächsten Tag machen, bis zum 15. September. Dankeschön.